Hey und Leute, Kramix hier, was geht, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP und heute, meine Freunde, werden wir uns mal wieder ein neues Auto kaufen. Wir sind hier gerade schon auf dem Weg zum Autohaus, zu diesem ganz großen hier in Los Santos, weil, meine Freunde, ihr wisst ja, wir haben den Lambo, wir haben Rolls Royce, wir haben uns den Range Rover gegönnt, das sind ja alles geile Autos, aber ja, es läuft gerade sehr gut bei uns. Ich will mal wieder ein bisschen Abwechslung, ja, deswegen fahren wir hier zum Autohändler, lassen uns mal ein bisschen beraten, so natürlich hier erstmal die Waffen wegstecken, wir lassen uns mal ein bisschen beraten, vielleicht finden wir ja was Schönes, ja. So, moin, Meister. Oh, guten Tag, wie kann ich Ihnen weiterhelfen, ne? Sind Sie hier der Chef? Ja, ganz genau, ich bin hier der Chef. Haben Sie das hier gekauft vor kurzem erst? Weil eigentlich war ich immer so ein alter Mann, ich weiß nicht, was aus dem geworden ist. Ja, das ist mein Vater, ne? Der hat so, ein bisschen Freizeit. Sie sind ja der Sohn von dem Auto. Oh, okay, richtig. Ja, super. Bei Ihrem Vater bin ich schon ein bekannter Kunde, ich weiß nicht, ob Sie mich kennen hier, ich bin der iCrime. Ah, Sie sind doch bestimmt dieser YouTuber, ne? Genau, ich bin der iCrime. Ja, genau. Ich habe ja auch schon ein paar Autos gekauft. Und was haben Sie denn hier so alles im Sortiment? Ich will mal wieder auf Schnack was mitnehmen. Kommen Sie mal mit hier, okay. Ne? Erstmal hier. Fangen wir mal da vorne an. Genau. Der Traum doch von jedem Jugendlichen, ne? Ein schöner BMW. Ja. Schön getuned. Schöner BMW M4. Ja, Breitbau, Bodykit, alles mit dabei. Ja. Finde ich schön. Aber ich sag dir ehrlich, so ein BMW ist mir ein bisschen zu schmalspurmäßig. Also muss schon was Exklusiveres herhalten. Schauen Sie sich mal das Fahrzeug hier an, ne? Frisch eingekommen. Englisches Auto. Englische Autos können wir sehr gut. McLaren P1. Stark. Wollen Sie sich mal reinsetzen, ne? Das Interieur mal ein bisschen genießen. Ich will mal kurz testen. Oh, Flügeltüren. Ja, muss doch sein, oder? Das ist ja ein scheiß McLaren. Meine Freunde, außerdem wird dieses Video unterstützt durch das Spiel Infinite Lagrange. Das Spiel ist ein Sci-Fi-Weltraum-Simulationsspiel in ferner Zukunft. Es ist jetzt für Mobilgeräte und PCs in Deutschland und in Europa verfügbar. Baue deine eigene Weltraumbasis, erschaffe dein eigenes Schlachtschiff und erkunde den Weltraum. Ihr könnt natürlich mit anderen kämpfen, aber auch mit anderen Leuten handeln. Ihr könnt neue Waffen und Werkzeuge erforschen, um euer Spiel weiterzubringen. Und werdet somit die größte Macht im Weltraum. Es erwarten dich epische Weltraumschlachten, also worauf wartest du noch? Besonders nice bei Infinite Lagrange finde ich die Liebe zum Detail, meine Freunde. Alles ist in diesem krassen Science-Fiction-Design gehalten. Und ich liebe es auch einfach, dass man sich in dem kompletten Spiel frei bewegen kann, wo man will und wie man will. Und ihr könnt euer eigenes krasses 3D-Raumschiff bauen. Ihr könnt ein friedlicher Entdecker und Forscher sein, ihr könnt ein Händler sein, aber ihr könnt natürlich auch ein krasser Krieger sein und versuchen, das ganze Universum zu erobern. Das Geile bei dem Spiel ist, dass es auch regelmäßig neuen Content gibt, denn alle 2 Monate erscheint eine neue Season. Wem das Spiel jetzt gefallen hat und wer jetzt Bock bekommen hat auf Infinite Lagrange, checkt den Link in der Videobeschreibung. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, stimmt schon, stimmt. Also Leute, ich sage euch ehrlich, was sagt ihr? Wie findet ihr den? Ich finde, McLaren kann man sich auch mal gönnen. Auch mit dem Spoiler hinten, der ausfährt. Ja, gefällt mir. Ja, okay, was haben sie denn noch? Was haben sie denn natürlich noch? Natürlich haben wir auch noch, ne, das darf natürlich nicht fehlen, ein Lamborghini Aventador. Auch schön. Schön Cabrio-Stil. Geil. Aventador gefällt mir extrem gut, aber wie Sie da draußen sehen können, ich habe halt schon einen Lambo, den Huracan. Also wäre jetzt ein bisschen unnötig, mir noch einen Lambo. Da brauchen sie ein bisschen Abwechslung. Wie wär's denn mit dem schönen Mercedes Maybach? Alter, das ist dieser alte Maybach mit diesem Glasdach hinten. Oh, der ist so geil, der Wagen. Und das Interieur, ne? Die Flaschen sind zwischen mit inbegriffen, wenn sie hier... Stark, mit Champagner-Kühler und so. Ey, ich sag Ihnen ehrlich, vielleicht komme ich wegen dem Wagen nochmal auf Sie zurück, weil gefällt mir sehr gut als Chauffeurwagen. Aber ich dachte mehr an was Selbstfahrenmäßiges, ne? Also ich würde schon eigentlich lieber was Selbstfahren, ne? Ja, okay. Dann, aber jetzt, da werden Sie 100% Ja sagen. Gucken Sie das Schmuckstück mal hier an. Oh, Ferrari F12. Wer will nicht ein Ferrari in der Garage? Das stimmt schon. Und ich habe auch noch keinen in der Sammlung. Gefällt mir. Ich werde mich mal kurz reinsetzen, okay? Ja, ich werde den Wagen mal kurz checken. Ey Leute, was meint ihr, ein Ferrari? Wir machen mal kurz Soundcheck. Darf ich mal kurz Soundcheck machen? Ja, mal kein Problem. Warte, wir hören mal kurz rein. Ey, aber Sound ist ja ein bisschen schmalspurmäßig, ne? Also. Quatsch. Das hört sich ja nach gar nichts an hier. Ey, sagen Sie mal, das ist natürlich aus Straßen legal, ne? Sie dürfen doch direkt rumfahren. Wissen Sie, das haben doch immer ein Problem mit den Sounds und so. Ich weiß, aber also ich sag Ihnen ehrlich, ich würde den Wagen jetzt hier direkt kaufen, wenn der ein bisschen mehr stabileren Sound und so hätte. Ist halt ein bisschen Schmalspur-Ausstattung. Schauen Sie mal, weil Sie ja so guter Kunde sind, diesen Tipp gebe ich niemandem. Ja, okay. Es gibt im Los Angeles Custom, ja, wenn Sie sagen, Sie kommen vom Strand Autohaus, die geben Ihnen ein gutes Tuning für einen guten Preis. Okay, gut, also aber
nicht legal wahrscheinlich, ne? Oh, was heißt legal? Die finden dann schon ihre Mittel und Wege, wo es okay ist. Aha, ne? Sollten okay. Halt natürlich nicht damit jetzt meinen, dass sie dann mit 500 durch die Stadt fahren können. So, ja, fahren klar, sie ordentlich. Ich verstehe. Ja, aber wissen Sie was? Dann machen wir das so, dann nehme ich den Wagen und dann fahre ich zum Tuner und sage, ich komme von Ihnen, okay? Machen wir so. Ah, alles klar, kein Problem. Okay, sie können das auch ganz ruhig innerhalb von 24 Stunden überweisen. Ja, wir haben hier Ransom-Daten. Geben Sie mir, dann würde ich mal sagen, mir die Rechnung per E-Mail, ja? Mach ich, kein Problem. Viel Spaß mit dem Auto. Danke, steht Ihnen. Ciao. So, Leute, Alter, neues Auto gekauft, Ferrari F12. Ganz ehrlich, Leute, ich finde den Wagen so geil, so eine schöne Karosserieform, so als Coupé. Aber, ey, hört mal hin. Irgendwie soundmäßig hört sich das irgendwie noch nicht wirklich nach was an, sage ich euch, wie es ist. Deswegen würde ich sagen, wir fahren jetzt erstmal zum Tuner. Ich finde auch, da könnten irgendwie noch krassere Felgen drauf, ein bisschen tiefer legen, Scheiben getönt. Also ich finde, da kann man noch mehr rausholen aus dem Wagen. Deswegen ab zum Tuner, Leute. Dann tun wir den mal noch ein bisschen wild auftunen, ja. So, Leute, hier Mosleys, ne? Kennt man doch. Hier kleine Autohändler und vor allem auch bekannt für die Tuning-Werkstatt, die es hier gibt. Die meinen, sie können hier alles tunen, was geht. Da fahren wir mal hier direkt rein. So, oh, warte mal, hier ist auch schon Besuch. Moin, Meister. Chef, kommen Sie mal bitte. Ich habe mir was aus dem Katalog hier ausgesucht. Und ja, zwar möchte ich gerne den Triple Nitro Boost von NOS, die 20 Zoll Felgen und den extra Big Pipe Load-Auspuff da. Ja. Genau den hier. Boah, das, ich will auch das, was der Herr hier bekommt. Genau das will ich auch. Ach so. Das können sich nur Großverdiener leisten. Ey, das ist ein Ferrari. Natürlich kann ich mir das leisten. Ja, parken Sie schon mal das Fahrzeug. Nee, ich, Aber warte mal. Ich will Ihnen erstmal sagen, was Sie machen sollen, okay? Dann lasse ich den Wagen zum Tuning hier. Und zwar, schauen Sie sich mal an, das ist hier ein Ferrari F12. Hat aber einen ganz toten Sound, okay? Also ich will hier einmal eine krasse Auspuffanlage rein, dass es auch richtig knallt, richtig Sound. Einmal tiefer legen. Dann möchte ich hier größere Felgen, schwarz bitte, schwarz gefärbte Felgen. Und Farbe würde ich sagen, Ferrari lassen wir rot. Und die Scheibentönen, ja? Und tiefer legen. Oh, ja. Also einmal das volle Bodykit-Tuning. Okay, machen wir so. Kriegt man, Perfekt. Ja. Gut, dann komm, ich in 2 Stunden komme ich wieder, okay? Ja, gehen Sie so lange raus. Brauchen Sie Können Sie mir einen Leihwagen vielleicht geben? Haben Sie was hier? Ein bisschen kaputt, aber ja, ich kann Ihnen das geben, haben Sie? Bin gerade dran, aber vielleicht, ne? Boah, da sind ja Einschusslöcher in dem Wagen. Alter, ja, passiert, ne? Ist das hier ein Gangfahrzeug oder was? Ja. Also der Besitzer holt es auch nicht mehr ab, ne? Ja, okay, dann nehme ich mir hier kurz den GT als Leihwagen, dann komme ich in 2 Stunden wieder. Passen Sie auf, ne? Nicht, dass die Leute auf Sie schießen, ne? Kann passieren. Kann eine kleine Gangschlacht geben. Nicht in die Grove Street fahren damit. Nicht in die Grove Street fahren damit, ja? Okay, tschüss, bis gleich. Tschüss. So, Leute, jetzt haben wir hier so einen aufgetunten GT mit geschwärzten Scheibenwerfern und so, Scheinwerfern, richtig krass. Dann kommen wir in 2 Stunden wieder, ich bin mal gespannt, wie der Wagen dann aufgetunt ist. Boah, Leute, ich habe hier kurz ein Nickerchen auf dem Parkplatz gemacht. Von der Zeit her sind jetzt sogar schon 3 Stunden rum, also die müssten jetzt eigentlich fertig sein mit meinem Ferrari. Jetzt bin ich hier mal gespannt, Alter. So, zum Glück wurden wir auch nicht angeschossen hier mit dem Leihwagen. Nicht, dass sie hier dachten, ich bin hier Gangfahrzeug oder so. So, okay, dann fahren wir mal wieder zurück. Bin ich mal gespannt, was die daraus gemacht haben. Ich hoffe, es ist so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Moin, Meister. Ja, Kollege, gibst du nochmal den Schraubenzieher? Sind Sie schon fertig mit meinem Wagen? Ja, gleich. Ein paar Schrauben noch hier. Aber Leute, sieht schon gut aus. Guck mal hier, die schwarzen Felgen, Alter. Okay. Oh. Tuning-Reifen? So. Ja, aber erzählen Sie mal, was haben Sie denn hier gemacht an dem Ferrari? Hier ist so, also Scheibentönung, Tieferlegung, Bodykit-Ausarbeitung, schwarze Felgen, wie Sie wollten, schön noch Sportreifen drauf gemacht. Haben Sie auch den Sound von dem Wagen verändert? Nee, selbstverständlich. Okay, warte, ich teste mal kurz. Wir machen mal Motorsound. Jungs, hört mal hin. Oh. Oh. Alter! Yeah. Oh, was haben Sie hier gemacht, ey? Ja, gute Arbeit, ne? Das ist macht dann ein ganz saftiger Sound. Aber seien Sie mal ehrlich, hat der auch eine Zulassung jetzt noch? Ist das alles eingetragen? Ja, also ich habe so viel wie möglich eingetragen, ne? Also die Polizisten würden sich viele Sorgen machen müssen, um das hier rauszubekommen, ne? Also dem Papier sieht es auf jeden Fall legitim aus, ne? Oh mein Gott, also der Wagen ist viel geiler als davor, Leute. Ich zeige es Ihnen nochmal ganz kurz hier, dass Sie alles sehen. Das ist alles eingetragen. So, und Warte mal, ist es jetzt eingetragen oder nicht? Ja, also
Ich will nämlich keinen Stress mit der Polizei haben. Was heißt hier passt? Also auf den ersten Blick ist alles eingetragen, wenn wirklich jemand unter die Luke schauen würde und alles aber komplett Okay, aber sie sagen, es passiert eigentlich nichts. Nee. Okay. Also wenn, dann müssen sie echt wirklich, wirklich Pech haben, ne? Okay, ich vertraue ihnen da. Ja, also wenn was ist, dann schicken sie ihn einfach hierher. Wir können das auch anders klären mit ihm, wenn sie verstehen, was ich meine. Okay, super. Dann Dankeschön. So, tschüss, ne? Tschüss. Oh, die Xenon-Scheinwerfer. Allein die Scheinwerfer, viel geiler. Oh, da ist auch viel... Oh mein Gott, die Reifen drehen ja durch. Alter, der ist ja richtig schnell jetzt, der Wagen. Leute, wir testen ihn jetzt mal. Boah, der Sound, Leute. Oh mein Gott, iCramix-Nummernschild. Wir machen mal hier kurz einen Speedcheck. Oh mein Gott, der Wagen zieht anders. Der hört gar nicht auf. Wir waren jetzt schon bei 230. Richtig schön hier, richtig schön. Boah, Leute, guck mal, wie man hier auch rumdriften kann, Mann. Okay, jetzt machen wir mal einen richtigen Speedcheck in der Stadt hier. Und Leute, jetzt testen wir mal, wie schnell wir damit werden. Let's go! Oh nein, nein, nein. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh oh, lol, habt ihr das Polizeiauto gerade gesehen? Das war hinten, nein. Doch, einmal bitte jetzt hier rechts ranfahren, ja? Das Auto hat es verdeckt, man hat es gar nicht gesehen. Ja, ist ja gut, ich fahre ja rechts ran. So. Ey, Mann, ich wollte nur einmal kurz Speedcheck machen. Jetzt der Fahrer bitte einmal aussteigen. Oh, ja, das war... Oh nein, ey, ja. Wunderschönen guten Tag. Einmal bitte Personalausweis und Fahrzeugpapiere. Ja, warte, gebe ich ihn, ja. Hier. Ja. So, dann gehe ich mal ganz kurz checken. Kollege, reden Sie dann ruhig mal ein bisschen mit denen. Die wissen schon, was sie falsch gemacht haben, ne? Die? Nein, weiß ich nicht. Was habe ich gemacht? Ich stehe da an der Ampel. Sie fahren einfach durch. Mit 400 km/h gefühlt, ne? Ich krieg einen Schock. Ja, warte mal, haben Sie denn eine Messung? Wie schnell war ich denn? Ich weiß nicht, ich weiß nichts davon, dass ich zu schnell war. Sie sind erstens über Rot gefahren, zweitens stand ich genau da. Nee, das war nicht rot, das war noch gelb. Auf der Gegenspur überholt, das kann schon den Führerschein kosten, also den Sie nicht, okay? Ja, wie schnell war ich denn? Haben Sie denn eine Messung gemacht? Ist mir scheißegal, wie schnell Sie waren. Sie haben auf der falschen Spur überholt, Sie sind über Rot gefahren und Sie haben uns alle in Gefahr gebracht, ne? Ich hatte Angst, Todesangst. Jetzt übertreiben Sie mal nicht. Gucken wir uns das Ganze mal hier an. Ich wollte nur mal mein neues Fahrzeug testen. Ich habe den heute gekauft, wollte nur mal kurz checken, so. Ist doch jetzt also, den heute genau. Erst gekauft, ne? Ja, heute erst gekauft, das Ding, ja. Wo denn? Da am Strand bei dem Auto. Ah, das wäre bei dem Opa da, ja, da kommen ja noch bei seinem Sohn. Ja, aber der war ja nicht so. Ich habe den ja noch mal ein bisschen verändern lassen, den Wagen. Ah, verändert lassen haben sie auch noch. Scheiße, das hätte ich nicht sagen sollen. Ja, das ist gut. Dann machen wir mal bitte einmal einen Soundcheck, ne? Ja, Soundcheck. Ist aber alles eingetragen. Schau mal, ihr Kollege hat das doch hier in der Liste. Ist alles eingetragen. Ja, guck mal, hier ist schon alles eingetragen. Ich sehe schon hier Fahrweg, Auspuffanlage. Einmal durchdrehen lassen, ja, 3000 Umdrehungen. Scheiße, das ist richtig laut. Kollege, das sieht aber nicht gut aus, ne? Warte mal, haben Sie das gerade mit Ihrem iPhone gemacht, mit Ihrem privaten Handy? Wie ich es gemacht habe, hat es erstmal ja nicht zu interessieren. Ja, ich guck mal, dass Sie hallo, nee, ich will, dass Sie hier ein geeichtes Messgerät... Oh, scheiße, ich hab ein geeichtes Messgerät. Ja, okay, die haben wirklich eins dabei. Ich lass mal jetzt ein bisschen... hier, drehen Sie nochmal durch, ja? Komm, ich mach jetzt hier mit meinem Messgerät nicht, dass der Buseltyp da hier wieder irgendwas sagt, ne? Ja, okay, ist ja gut. Ach du Heiliger, das ist ja mehr als auf meinem iPhone. Das ist ja mehr als auf meinem Handy. Scheiße. Ja, gucken Sie mal, komplett im roten Bereich Scheiße. Hier. Ey, der Wagen ist halt wirklich geisteskrank laut, Leute. Ja, Officers, was ist denn jetzt hier Sache? Was ist ein Problem? So, wie viel PS hat das ganze Ding eigentlich? Ja, 800. 800, bei so einem Lärm. Glauben Sie, Kollege, dass das nur 800 hat bei dem Lärm? Nee. Ja, 600 war Serie und mit Chip Dune 800. Nee. Ja, sehen Sie doch alles, ist doch eingetragen, 800 PS. Nee, die müssen wir mal eingetragen in so ein ganz anderes Soundsystem, ne? Wir müssen den Abschlepper holen jetzt. Ey, warum das? Ja, ey, jetzt übertreiben Sie mir doch mal nicht. Das ist doch alles... Das gefährdet doch jetzt hier niemanden. Günni, bleib mal hier, ich geh telefonieren, ja? Ja, kümmere dich mal drum. Nein, kommt jetzt hier wirklich der Abschlepper? Ja, der kommt. Ey, jetzt übertreiben Sie doch mal nicht, bitte. Ja, wie, warum so übertreiben? Auto, Sie sind doch... Da werden doch die Felgen jetzt wieder zerkratzt beim Abschleppen. Das ist doch jetzt wieder scheiße hier. Ja, und darum müssen Sie keine Sorgen machen, glauben Sie mir. Das wird unschädlich gemacht, das Auto. Das ist viel zu gefährlich hier von Los Santos. Unschädlich gemacht? Wollen Sie ihn auseinanderbauen oder was? Ja, wir müssen alles einmal durchchecken, ne? Also, ich weiß nicht, ob die Papiere halt zertifiziert und richtig alles sind. Müssen wir einmal mal prüfen lassen. Prüfstand oder was?
Ganz genau, einmal vom Kopf bis Fuß, jeder Zentimeter. Ey, da kommt schon der Abschleppwagen, ey. Ja. Ja, aber lass uns doch so machen, wir fahren zusammen auf den Prüfstand. Ja. So. Ey, wir ziehen echt durch mit Abschleppen, Leute. Ey, Mann. Jenny und Dach, einmal den Rot, dein Ferrari abschleppen, ja? Ey, Leute, ich kann das nicht zulassen, dass sie mich abschleppen. Ey, Mann, ey, Officer, können wir nicht das irgendwie anders regeln, was unter der Hand ihnen geben oder so? Ja, geben Sie mir ruhig mal was. Ich hab viel Geld. Ja, wie viel haben Sie denn? Ja, ich geb Ihnen schnell. 10.000. Geben Sie mir die. Warte, hier, ich gebe Ihnen 10.000 und dann lassen Sie mich weiterfahren. Oh, Dankeschön. So. Habibi, Mashallah, ich fahr, ja? Ja, fahr den weg zum Polizeipräsidium. Ja, perfekt. So, Sie können das Fahrzeug dahin. Digga, der Typ ist ja maximal los. Der kann den ja nicht mehr abschleppen. Nee, ey, Leute, wisst ihr was? Ich kann das nicht zulassen. Lass mal ihn laufen. Lass mal den Ferrari in Ruhe. Ja, du kannst mich nicht abschleppen. Der Wagen hat zu viel Power für dich. Haha, wir haben uns losgerissen. Tschüss. Die kriegen mich niemals. Der Wagen hat zu viel Power. Ich hab den Abstellwagen einfach weggezogen. Oh, oh. Nein, Leute, jetzt haben wir auch noch 5 Sterne bekommen. Wir sind richtig auf der Flucht hier. Oh, shit. Die machen hier sogar schon Straßensperren. Oh, mein Gott, die komplette deutsche Polizei ist hier im Einsatz. Oh, okay. Wir müssen unbedingt aus der Stadt raus. Digga, die drehen ja hier komplett durch. Ich hab doch nur ein Auto getunt. Okay, vielleicht ein bisschen zu viel getunt. Stehen bleiben, Sie Verbrecher. Zum Glück habe ich die Tuningreifen. Zum Glück habe ich die Justizern Tuningreifen. Ihr kriegt mich niemals. Okay, Leute. Wir müssen jetzt hier richtig Ferrari Nitro aktivieren. Ferrari Kickdown. Okay, und verarscht. Schön hier die Ausfahrt raus. Verarscht. Wichtig. Oha, die wissen, wo ich bin. Ja, okay, die haben ja auch meine Personalien. Und beiseite, Geringverdiener, verarscht. Oh mein Gott, outplayed. Oh nein, jetzt. Ach du Scheiße, jetzt haben die sogar schon die G-Klassen im Einsatz. Oh, jetzt wird's richtig ernst. Okay, wir müssen hier den Feldweg. Oh mein Gott, wir haben die richtig schön outplayed, Digga. Ey, Leute, niemals nehmen die hier mir meinen neuen Ferrari weg. Oh mein Gott. G-Klassen im Einsatz. Die sind überall. Stehen bleiben. Niemals. Oh nein, Leute. Oh, unser Auto sieht auch langsam nicht mehr so fresh aus. Ey, wir müssen langsam echt abhauen, sonst wird es hier sehr, sehr eng werden. Wenn das Wagen zerstört ist, dann kriegen die mich. Und ich habe keinen Bock, wieder in den Knast zu kommen. Wir waren schon mal im Knast. Schusserlaubnis erteilt. Schießen Sie auf dieses Auto. Die drehen hier komplett durch, Digga. Die wollen mich abknallen, nur weil ich mein Auto ein bisschen zu viel getunt habe. Ich brauche unbedingt Hilfe. Warte, ich weiß, wen ich frage. Ich werde Turan anrufen. Okay, Turan, Nummer wählen. Es tutet. Hallo, Turan? Hallo. Turan, ich brauche deine Hilfe, Digga. Ich hab 5 Sterne Polizeiverfolgung. 5 Sterne? Ich brauche Hilfe. Du musst deine Gangmitglieder schicken. Du musst mir hier raushelfen. Ich komm, danke, Bro. Ich bin zwei Minuten. Okay. Ich halt durch. Ey, Turan, größter Ehrenmann, Digga. Turan, auf den ist immer Verlass, Digga. Oh mein Gott, schau mal, wie viele Polizeiautos das sind. Okay, wir haben schon unsere Motorhaube verloren. Schöner V12. Saugermotor hier in dem Wagen. Nein, ich werde ihn nicht los. Wo ist Turan, wenn man ihn braucht? Vorne sehe ich jemanden. Ist das Turan? Das ist Turan in seinem Urus. Turan, gib mir Deckung. Schieß die ganzen Bullen weg. Hol deine Mafia. Haftbombing! Oh mein Gott, Leute. Der schießt sie weg. Turan dreht durch. Er jagt die ganzen Bullen in die Luft. sehr gut. Okay, Turan, wir werden jetzt hier abhauen über den Feldweg. Nice, Turan, gib mir gute Deckung, Leute. Nice, Leute. Das Fahndungslevel ist weg. Das ist, glaube ich, das letzte Polizeiauto, was hinter mir ist. Turan muss nur noch das letzte Auto in die Luft jagen. Komm, Turan. Schaffst du, Turan. Oh nein, oh mein Gott. Turan, jag ihn in die Luft. Ich hab den. Oh mein Gott. Hat er geschafft? Ich hab den, komm zurück, Max. Hast du geschafft, Turan? Guck. Alter, ja. Oh mein Gott. Turan, du bist zu krass. Auf dich ist Verlass, Bro. Vielen Dank, Alter. Natürlich. Ey, schau mal, was ich mir gegönnt habe. Ich habe hier einen Ferrari F12 nochmal komplett aufgetunt. War halt nicht ganz serienmäßig, deswegen ganz Polizeikontrolle. Wo bin du getunt? Hier diese Tuning-Werkstatt, Mosley's. Warum du da hingehst? Ihr habt doch auch eine. Ja, ich wusste nicht, dass du auch Tuning-Firma hast. Kalle machen die. Okay. Musst du nächstes Mal zu Kalle. Ey, Turan, ich danke dir vielmals. Hast was gut bei mir, ja? Meld dich, wenn du was brauchst. Alles gut. Ist das hier der Abschlepper wieder? Ey, das ist der Typ, der mich vorhin abschleppen wollte. Ah, den wollte ich abschleppen? Pass bloß auf, Digga. Guck, dass du Land gewinnst, Junge. Da, dich absteppen. Ey, Turan, mach's gut. Ja, ich wünsch dir was. Meld dich, wenn du was brauchst. Mach's gut, ja. Ciao. Max. Ja.
Wenn wir noch was starten sollen, ne? Sollen Like und Abo da lassen, sonst kommt nichts. Das ist eine gute Idee, das ist eine gute Idee. Leute, ihr habt Touren gehört, jetzt liken und abonnieren. Dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische und bis dahin, haut rein, Leute, euer Crimex.